Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Part 43 unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Familie Kuna. Und ihr seht hier unser jüngstes Familienmitglied. Die kleine Hakuna ist im letzten Part geboren und sie hat jetzt auch einen Namen. Die kleine Dame heißt nämlich Hanna, die liebe Christa hat sich diesen Namen ausgewählt. Es tut mir leid, liebe Christa, du hast ja eigentlich auf Drillinge gehofft. Es ist leider nur eins und ein kleines Mädchen, aber dafür besonders süß. Und sie stinkt. Ich habe jetzt schon ein Stück weiter gespielt über die Nacht. Die Kinder schlafen alle. Die Jamila hat sich auch hingelegt. Und es ist jetzt Sonntag, 5.49 Uhr. Und die kleine Maus muss auf jeden Fall die Windeln gewechselt bekommen. Jamila steht jetzt auf und kommt hoffentlich gleich, um die kleine Maus zu befreien von ihrer Stinkewindel. 6 Uhr ist auch eine gute Zeit, ihr geht's eigentlich ganz gut. So, da kommt sie schon. Und? Ja, schnuffel nicht so, die hat stinkige Windeln. So, und zufrieden die kleine Maus, da knuddeln wir sie nochmal. Und gurren sie ein bisschen an. In der Nacht hat die Jamila die kleine Maus gefüttert. Da sind die schon gute Freunde geworden. Und da geht es jetzt momentan relativ entspannt bei uns zu Hause zu. Denn wir haben jetzt 3 Kinder und ein Baby. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Jamila, geh erstmal deinen morgendlichen Aufgaben nach und verkaufe mal hier alles im Gewächshaus. Guck mal, ob wir gießen müssen. Nein, da nicht. Und hier? Nein, auch nicht. Okay, gut. Dann sehe ich hier, unsere Fabienne ist wach. Fabienne, wo bist du? Da ist sie. Die spielt mit dem Puppenhaus. Schauen wir mal, die hat ihre Hausaufgaben abgeschlossen und die Fähigkeiten erhalten. Genau, die wird am Montag vermutlich zur Teenagerin. Warum kriegen wir hier so viel Geld? Wo kommt denn das ganze Geld immer her? Ach so, weil sie die... Ich bin ja auch doof. Weil sie die Erntesachen verkauft, logischerweise. Ja, da kommt, da spült's ganz schön Geld in die Haushaltskasse. Das ist sehr gut. So, und unsere beiden Jungs, oje, die müssen auf Toilette und haben Hunger. Okay, da wollte ich mal schauen, ob die in einer Gruppe sind. Dann nehme ich mal die Fabienne. Genau, und da fehlten nämlich noch die Jungs. Die tun wir da jetzt mit rein. Den Gary und den Gabriel. So, und sie möchte Schach spielen oder muss Schach spielen und von einem Erwachsenen vorgelesen bekommen. Naja, da kümmern wir uns eher weniger drum. Jamila, du könntest aber mal bitte kochen. Was machst du mit deiner Tochter? Mit ihr plaudern, das ist auch nicht schlecht. Aber bereite mal bitte Frühstück vor. Mach mal bitte Pfannkuchen. Obst haben wir nämlich genügend. Eine große Portion. Und Fabienne, du könntest mal hier die Töpfchen sauber machen. Das wäre sehr nett. So, die Jungs sind jetzt wach. Um Rat bitten. Mäuschen, du musst pieseln. Kannst du nicht pieseln gehen erstmal, bevor du die Mama um Rat bittest? Ich klick's mal an. Ja. Shane Loverboy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Schön. Da werden wir wahrscheinlich wieder Geschenke bekommen haben. Das müssen wir mal abklären heute. Oder das wird... Ja, genau das. Die Post ist was drin. Das kann die Jamila dann holen. Jamila, wie sieht's bei dir aus? Sie kocht noch? Ja, die kann das gut. Wow, ja, gut, gut, gut. Oh, was möchte er jetzt machen? Tisch decken. Okay, wenn du meinst, dann decke den Tisch. So, jetzt ist unser Essen fertig. Prima. Sie nimmt sich auch gleich was, das soll sie auch machen. Und dann kann sie die Post holen. Fabienne, könntest du bitte hier mal bitte putzen? Kannst du das nicht sauber machen? Nein, sie kann das nicht sauber machen. Okay. So, was ist denn mit unseren Jungs? Brauchen die Fähigkeiten? Oh, der hat seine Hausaufgaben noch nicht begonnen. Und er braucht noch eine Fähigkeit. Okay, schauen wir mal, wie die sich tantieren bericht. Oh ja, 300, 314, 214 und 348. Das ist super. Also die Bücher bringen uns langsam ganz schön viel Geld ein. Was habt ihr für Probleme? Die unterhalten sich da schön. Levelaufstieg. Gabriel hat Level 2 der Sozialfähigkeit. Da hat er das schon erreicht, genau. Dann Kinder, macht doch mal bitte eine Gruppenversammlung. Fabienne, kannst du eine Gruppenversammlung einberufen? Genau, eine Versammlung starten. Und dann könntet ihr mal zusammen Hausaufgaben machen, oder? Genau, das räumen wir mal raus.
Das tun wir da wieder auf unseren Tisch legen. So, Jamila liegt und macht ein Nickerchen. Jamila, steh mal bitte auf und hol mal bitte die Post. Und dann kannst du hier an deinem nächsten Buch schreiben. Es war wieder ein Sachbuch. Sie hat jetzt alles aus dem Postkasten geholt. Da gucken wir dann gleich mal nach. Jetzt soll sie erstmal ein Sachbuch schreiben. Da ist sie auch bei ihrer kleinen Tochter. Ist auch schön. Ich habe es jetzt genannt Kindererziehung Band 4. Ich hoffe, das haben wir noch nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. Was ist mit dir? Wer bist du? Dirk, du bist zu Besuch. Okay, schön. Und was machst du jetzt hier? Der ist einfach hergekommen, der hat nicht mal gefragt. Aber das ist ja schön, wenn die Kinder uns besuchen kommen. So, und unsere Jungs, die machen hier schön Hausaufgaben in ihrem Zimmer. Wunderschön, das sieht doch toll aus jetzt schon. Und beide sitzen sie da so schön. Prima, das gefällt mir. Das Umstyling mache ich erst in der nächsten Folge. Beziehungsweise, wenn die Fabienne älter ist. Und zwar, ich gucke mal gleich in den Kalender. Die Fabienne hat ja praktisch am Montag Geburtstag, am Dienstag dann unsere kleine Hanna und dann mache ich das Umstyling für alle Kinder und Fabienne dann halt für als Teenager. Und dann mache ich das wieder alles auf einmal. Ob das jetzt in der nächsten Folge sein wird, vermutlich schon, denn die müssen ja erstmal älter werden. Wir haben ja Montag und Dienstag und heute haben wir erst Sonntag. Das wird wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge sein. Aber das macht ja nichts. Fabienne nimmt sich gerade ein Gericht. Sie möchte einen Schneemann bauen mit einem anderen Sim, aber im Moment liegt kein Schneemäuschen. Wie kannst du dann einen Schneemann bauen? Da müssen wir erstmal auf ein bisschen Schnee warten. Ich guck mal hier wegen der Heizung, ob da alles passt. Ja. Oh je, unsere kleine Maus schreit. Ja, Milla, hör mal kurz auf. Schreiben ist fantastisch. Jawohl. Fütter sie mal, die hat bestimmt Hunger. Liebkosen und Angurren. Gabriel hat die Hausaufgaben fertig und Gary hat auch die Hausaufgaben fertig. Super. Packt ihr die auch weg? Wo lauft ihr mit den Hausaufgaben hin? Aber erzählt mir nicht, dass ihr die jetzt hier auf den Tisch legt, oder? Nein. Okay. Die haben sie im Inventar, oder? Ja, er hat sie im Inventar und er auch. Das nehmen wir mal raus. Können die sich mal was zu essen nehmen? Hier braucht man was zum Essen, ein Gericht nehmen. Und wisst ihr, was ihr dann mal machen könntet? Ihr könntet mal probieren, ob ihr hier in diesem Puppentheater spielen könnt. Schulalltag. Macht das mal, ob du alleine das machen kannst. Ach so, er ist gerade nicht klug genug. Aber du Armer, arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. So, er ist, er nicht, dann führe doch mal das Puppentheater auf. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht. So wie ich das hier hingestellt habe. Von wem ist denn das hier? Und das kann er dann im Inventar platzieren. Dass da frei ist wieder für die nächsten Tätigkeiten. Aber das geht. Schön. Herrlich. Sehr schön. Also die kommen da auch wunderbar ran. Komischerweise hat noch kein Kind da alleine damit gespielt. Ja, Milla wird angerufen. Was ist? Amy, freilich. Wir plaudern ein bisschen mit unserer Amy, natürlich. Fabienne, was machst du bei unserem Kindchen? Angurren? Weint das? Ja, es weint. Oh je, und es hat eine stinkige Windel. Ja, Milla, du musst mal deine Tochter von den schmutzigen Windeln befreien. Und Fabienne, du gehst mal bitte hier hin. Fabienne, geh mal hier hin, komm, dass deine Mama daran kann. Jetzt, siehst du, klappt doch alles wunderbar. Liebkosen, Angurren. Gary hat Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Super. Der möchte Tischfußball spielen. Das können wir dann auch noch machen. Sim herausfordern, und zwar den Gabriel. Da kann der mit seinem Bruder da spielen. So, jetzt schläft unsere Maus. Und Jamila, ich glaube, du könntest mal hier wieder schreiben. Mach mal bitte das fertig. Wie weit bist denn du da? Noch nicht so weit, oder? Du hast vorher aufgehört. Komm, mach mal, wir müssen nämlich ein bisschen Geld verdienen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es ist schon wieder 15.50 Uhr, also schon wieder Nachmittag. Kai Schubert, Jamila, ich bin's. Wie steht's mit Hey, Jamila, ich bin's, Kai. Wie wär's mit einer Verabredung? Ha, lieber Kai, wir können leider nicht. Wir haben gerade dein Kind bekommen. Und spielen die jetzt? Ja, sieht so aus. Level 2 der Motorikfähigkeit und Gabriel auch, beide. Und unsere Fabienne, die spielt Computer.
und liebt Videospiele. Sollte aber eigentlich lieber Schach spielen, aber gut, okay. Unsere kleine Maus schläft immer noch. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Möchtest du sehen, was es ist? Wo bist du? Da steht er, an der richtigen Eingangstür. Halt, stopp, Jamila, dann geh mal bitte hin. Zu dem Herren hereinbitten. Ist unser Computer kaputt? Ja. Dann müssen wir hier einen Reparaturservice engagieren. Wo geht der hin? Wem schenkt der ein Geschenk? Unsere Fabienne? Und was ist es Schönes? Was hat sie bekommen? Früchte für Einsteiger. Okay. Hat sie sich darüber gefreut? Hat nichts weiter gesagt, oder? Tatsächlich Früchte für Einsteiger. Das gab mir aber mal der Jamila. Oh, sie hat eine Beziehung. Okay, wie geht's unserer kleinen Maus? Schreist du hier rum oder sowas? Nein. Und er hat sich da hingesetzt und schaut Sport. Na gut, wenn dir das bei uns gefällt, ist das in Ordnung. Da kannst du schon da sein. Jamila schläft. Die könnte ruhig ein bisschen schlafen, das stimmt. Die muss heute mal zeitig ins Bett. Gary hat schon die Motorikfähigkeit 3 und Gabriel auch. Die spielen hier immer noch. Wie sieht's bei denen aus? Gut, er müsste mal was essen. Die sollen wir zusammen ein Gericht nehmen, alle miteinander und hör mal da auf und du auch. Unser Computer ist wieder in Ordnung, das ist auch schön. Fabienne kommt auch, sich was zu essen holen. Und das legen wir mal hier auf den Tisch. Wo esst ihr? Ach da, ihr guckt Fernsehen dabei, ist auch nicht schlecht. Oh, das Essen ist schlecht. Jetzt ist es zu spät. Oh oh. Oh oh, unsere Kinder haben schlechtes Essen bekommen. Aber schön, dass die so schön miteinander plaudern. Die drei, die verstehen sich richtig gut. Räumt ihr das auch weg? Ja, die räumt es tatsächlich auch gleich weg. Ganz gut erzogen. Allerdings schade für unsere Jamila, weil die ihr Lebensziel immer noch nicht erreicht hat. Weil die muss noch zweimal Maß regeln. Und das schafft sie aber nicht, weil die alle so ordentlich sind. Was machst du? Du stellst es jetzt bloß da ab. Das lassen wir aber nicht. Räume das mal auf. Er rennt noch mit seinem Teller hin und her. Okay, er stellt den auch daher. Räum mal auf. Ja, also das Essen hat nicht geschmeckt, schade. Aber gut, wir haben wenigstens keinen Hunger mehr. Besorge dir ein Ninja-Outfit. Es ist jetzt 20.47 Uhr. Ich bringe jetzt die Kinder ins Bett und spiele die Nacht noch weiter und hole euch dann morgen früh wieder zurück. Bis gleich. Ich bin wieder zurück und unser Staubsauger ist kaputt. Es ist 5.34 Uhr und unsere Fabienne ist wach und möchte schon wieder an den Computer gehen. Das gibt's doch gar nicht. Fabienne, du musst duschen. Mach das mal bitte, wenn du schon hier rumhupfst. Heute gehen die Kinder in die Schule. Es ist Montag. Und die anderen schlafen aber noch. Unsere kleine Hanna ist wach. Ach, und wir haben schon wieder eine Benachrichtigung. Verlust in der Familie. Das heißt, die sind mal wieder alle traurig. Das ist ja mal was ganz Neues. Und unsere kleine Hanna weint wieder. Nimm sie mal bitte an die Brust. Liebkose sie. Und gurre sie an. Du gehst da bitte weg. Du holst dir mal bitte was aus dem Kühlschrank. Sortiere mal das verdorbene Essen erst aus und dann nimm dir mal bitte Reste. Gabriel, wie sieht es bei dir aus? Du möchtest dir schon Reste nehmen? Und Fabienne sitzt schon wieder am Computer. Das gibt's ja nicht. Nimm dir auch mal bitte Reste. Und du, Jamila, du rufst mal bitte den Reparaturservice an, wenn du mit der kleinen Maus fertig bist. Hey, was ist denn los? Wieso schreist du? Windeln wechseln brauchen wir auch nicht. Herausfinden, was los ist. Was hast du denn für Probleme, Kind? In einer Stunde müssen die anderen in der Schule sein. Hunger? Hat sie dir nichts gegeben? Das habe ich doch angeklickt, dass sie das machen soll. Und dann soll sie mal Essen servieren. Machen wir mal frittiertes Gemüse. Hat sie jetzt schon den Reparaturservice engagiert? Ja, der wird gleich da sein. Okay. So, und dann nimm dir mal bitte was zu essen. Und den Rest stellen wir im Kühlschrank. Jawohl. Ja, jetzt schläft unsere kleine Maus sehr gut. Wie geht's unseren Kindern? Ja, ganz gut. Und die werden dann, also jetzt, in die Schule gehen. Sehr schön. Jawohl.
Und unser Reparaturservice kommt auch gut. Dann kann ja Miller mal ihre morgendlichen Aufgaben verrichten und alles ernten, alles gießen und ich glaube, hier habe ich es blitzen sehen, genau, weiterentwickeln. Blitzt es hier noch irgendwo? Nein. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Das kann sie verkaufen. Das hat sie geschenkt gekriegt, das kann sie verkaufen. Die Sachen hat sie alle. Glockenblume, Chrysantheme weiß ich nicht. Salbei, Basilikum, Petersilie hat sie. Glockenblume hat sie, Chrysantheme hat sie und Rose hat sie. Oh, das sind. Habe ich das nicht auf Verkaufen geklickt? Habe ich das auf Ernten geklickt? Oh, na, das ist ja doof. Gut, dann können wir alles verkaufen dann. Samenpakete hat sie, die kann sie noch öffnen. Vielleicht ist da was Neues dabei, aber ich denke mal nicht. Und unsere Geburtsurkunde können wir mit aufhängen. Und unser Baby schreit schon wieder. Die schmutzige Windel wechseln. Essensschlacht. Sie sollte beim Aufräumen helfen. Fabienne, was machst denn du kurz bevor du älter wirst noch für einen Quatsch? Ja, jetzt kommt unsere Jamila gleich. Die Mama kommt und wechselt dir die Windeln. Alles gut. So, siehst du, alles wieder in Ordnung. Sie muss jetzt hier den Müll leeren. Und dieses Samenpaket müssen wir noch aufmachen. Und dann denke ich, haben wir es geschafft. Und wir brauchen unbedingt noch einen Staubsauger, weil der alleine schafft es nicht. Okay, gut. Jamila, bevor du in die Badewanne gehst, wühl doch mal bitte nach Einrichtung noch schnell, weil du bist ja eh dreckig. Und wir haben Post wieder bekommen, das kannst du auch noch rausholen. Ein Tratschtisch hat sie bekommen. Allerdings ist der Zustand fraglich, okay. Hat alles aus dem Briefkasten geholt und ich habe sie nochmal zum Mülltauchen geschickt. Geht das nochmal? Nein. So, dann darfst du jetzt duschen. Und in der Zeit, wo sie duscht, verkaufen wir mal die Sachen. Das sind alles Sachen, die wir schon haben. Birne? Haben wir schon einen Birnbaum? Apfelbaum? Birnbaum, ja, also kann man das auch verkaufen. Weinrebe haben wir auch. Kartoffeln haben wir auch. Was ist das? Zwiebel haben wir auch. Paprika auch. Grüne Erbsen? Ja. Pilze haben wir auch. Karotten auch. Da haben wir Spielzeug kommen. Oh, wer ruft an? Sie wollen uns ein Jobangebot machen. Nein, wir wollen keinen Job. Oh, wow, das ist ein Haufen Spielzeug. Wahnsinn, 3568 Simoleons. Also, es läuft langsam. Das ist ja echt der Wahnsinn. Was machst du hier? Putzt du? Okay, sehr schön. Und dann werde ich mal ganz kurz ins Baumenü gehen und mal noch einen Staubsauger besorgen. So, ich habe mal noch zwei Staubsauger platziert. Einmal den hier. Den stellen wir gleich mal ein, automatische Reinigung ein, und zwar alle 12 Stunden. Und den auch alle 12 Stunden. Und den hier auch alle 12 Stunden. Muss man da einen Müll leeren? Nein. Was möchte sie hier? Jemanden umarmen? Und sie denkt über ein Familienmitglied nach, was aber schon tot ist. Gut, Jamila, dann geh doch mal bitte noch etwas schreiben. Schreib mal dein Buch noch weiter. Und immer wenn sie anfängt zu schreiben, meldet sich unsere kleine Hanna. Dann fütter sie mal und liebkose sie. Gut, und es ist jetzt 14.11 Uhr und dann würde ich sagen, dann back mal bitte einen Kuchen noch. Wie immer unsere Schokotorte. Denn wenn unsere Fabienne heimkommt, gehe ich davon aus, dass sie hier eine Einzelschülerin ist. Hoffe ich jedenfalls. Und alles gut bei euch? Ja, sieht so aus. Okay, dann backt sie jetzt noch den Kuchen. Guck mal nochmal in den Kalender. Also Fabienne hat ja so oder so Geburtstag, aber sie ist auch, denke ich, dann eine Einzelschülerin. Und morgen am Dienstag hat dann erst unsere kleine Hanna Geburtstag. Fabienne ist mit einem Schulprojekt heimgekommen. Gabriel auch, Gary auch. Garys Leistungen sind gerade noch befriedigend. Das kann doch gar nicht sein, der war doch so gut. Vom Gabriel auch. Und Fabienne ist Einzelschülerin. Wunderbar. Fabienne Mäuschen, dein Kuchen ist fertig. Wir haben schon alles vorbereitet für dich. Geburtstagskerzen hinzufügen. Schon wieder eine Todesanzeige. Dann Fabienne, komm mal her. Nein, du brauchst keine Hausaufgaben machen. Komm mal hierher und wünsch dir mal was. Ja, Mella, wo gehst denn du hin? Deine Tochter hat Geburtstag. Komm mal hierher. Und ihr Jungs, ihr könntet auch mit hierher gehen. Ja, die Mama ist da. Wenigstens jemand, der mit dir feiert. Und sie ist älter geworden. Und wir würfeln kreativ.
Und Videospiele spielt sie ja gerne. Deswegen hängt sie immer so am Computer. Dann guck mal doch mal was raus, was da zu ihr passt. Also ich glaube dann schon Wissen, oder? Ja, hier genau, Computerfreak. Ah, ich glaube, das passt super zu ihr. Also dann. So, wow. Naja, ganz schön dolle geschminkt, meinst du nicht? Und sie geht gleich zu ihrer Tochter. Und was macht ihr? Ihr redet gleich miteinander. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Fabienne. Sehr schön. Das freut mich. Halt, stopp. Und mit diesem wunderschönen Bild unserer Teenagerin Fabienne möchte ich mich von euch verabschieden. Im nächsten Part wird ja unsere kleine Hannah älter werden, ein Kleinkind werden und da werde ich dann das Umstyling machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss, ciao und vielen lieben Dank fürs Zuschauen.